Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Beim letzten Mal haben wir nichts gemacht. So ein bisschen. Und heute muss ich nochmal gucken, was ich hier noch mache, bevor ich zum Boss gehe. Ich gucke nochmal, kann ich jetzt bei dir schon kleine Scherben kaufen? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, kann ich. Will ich das? Ist eine andere Frage. Wie viele Seelen zum Ploppen haben wir? Eigentlich ist es total die Verschwendung, kleine Titanitscherben zu kaufen eigentlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Weil ich halt noch viele finden werde. Und ich hatte jetzt überlegt, ob ich jetzt das Schlachtermesser aufwerte. Aber wir machen das anders. Ach, ich gehe immer ins falsche Menü hier. Abartig. So, Auswahl benutzen, alle, ja bitte. Nochmal 6000 mehr. Und dann noch die eine, die ich da noch hab. Für die Seele eines verehrten Dämons gucke ich gleich mal, was ich da für kaufen könnte. Bevor ich irgendwas anderes hier mache. Hier, Hallöchen, Herr von und zu. Ja, ja. Komm. Wandlung beginnen. Was kriege ich denn dafür? Seele eines verehrten Dämons. Felsbrockenhagel. Nein, danke. Und da unten Havels Ring. Das ist tatsächlich interessant. Havels Ring ist wirklich interessant. Den habe ich jetzt tatsächlich mal genommen dafür. So, dann. Wobei, jetzt derzeit bringt er mir noch nicht wirklich viel. Aber halt für einen späteren Zeitpunkt. Also wir kommen nicht auf schnelle Rolle, aber auf jeden Fall schon mehr in die Richtung, theoretisch. Dann muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wenn ich hier rausgehe. Hatten wir denn mit dem einen Typen schon gesprochen, der jetzt eigentlich da sein müsste? Moment. Bitte warten. So, Nebel löst sich auf, perfekt. Hier um die Ecke. Müsste eigentlich noch ein NPC sein. Oder hatten wir schon mit denen gesprochen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Er ist jetzt auf jeden Fall nicht da. Ich meine, der ist, nachdem wir mit den Abyss-Watcher-Dingens da fertig sind, dann hinterlässt er da, glaube ich, sein Schild oder sowas. Hatten wir mit dem gesprochen, der da am Grab stand? Ich weiß es gerade nicht. Mit dir muss ich, glaube ich, erst sprechen, nachdem ich mit dem Boss fertig bin. Ja. Was haben wir noch? Ich will ja vorbereitet sein, das ist das Problem. Wir können noch Schattenasche hinsetzen und wir können hier nochmal leveln. Aufsteigen. Und zwar möchte ich aufsteigen in Kondition. Na, gibt zwei Punkte, ist nicht wirklich viel. Dann lieber in die Stärke. Damit wir noch stärkere Hits machen. Und dann möchte ich die restlichen Seelen ausgeben für das hier erstmal. Weil der Boss, gegen den wir gleich kämpfen werden, hat eine Schwäche für, sag schon, für Blitzangriffe. Das hier kommt mal raus. Das kommt mal raus. Brauche ich jetzt auch nicht. So. Dann können wir noch unsere Knochensplitter verbrennen. Haben wir, glaube ich, in Anführungszeichen nur einen. Genau. Dann reisen wir wieder eine Reise zur Ruine der Feste. Und dann geht das jetzt endlich Richtung Boss. Wurde ja auch Zeit. Ja, ihr habt schon lange genug darauf gewartet. Endlich wieder Boss-Time. So, wir haben insgesamt schon 10 Estos. Und, ob die reichen werden, werden wir sehen. So. Kommen wir hier schnell durch. Oder hier geradeaus. Hier haben wir genug Gegner, gegen die wir kämpfen. Hier gibt es, meine ich, nicht so viele Items. Sagte ich, und dann begrüßte mich ein Item.
Ein Beichtstein, ach ja. Muss mich hier selbst gerade nochmal kurz zurechtfinden. Ich meine, ich musste immer rechts lang. Nix da. Shit, ich habe was gepult. Oder auch nicht. Shit. Okay, alles gut, alles cool. So, die wären nämlich alle aufgestanden, wenn jetzt der Prediger da oben sich gefreut hätte wie ein Schneekönig. Gut. Und das war's da soweit, glaube ich. Da liegt auch kein Item weiter. Nö. Das heißt, das ist alles sauber. Hier musste ich rechts, ne? Genau. Oh, cool. Lassen wir die mal wieder kämpfen. Da sind diese skelettierten Ritter, nenne ich es mal. Die ich alle nicht haben muss unbedingt. Hier haben wir Leuchtfeuer. Ach ja, da müssen wir auch noch da hinten lang. Da haben wir ja noch eine riesen Kristallechse zu erledigen. Da habe ich total vergessen, was hier noch alles ist. Meine Güte. Da geht es jetzt einfach so zum Boss und dann habe ich da so die Hälfte vergessen. Mal wieder typisch like a Mammut. So, hier einmal ausholen und draufhauen. Läuft. So, warte. Na, nicht aufstehen. Von aufstehen habe ich nichts gesagt. So, und da ist die große Kristallechse, die wir vor 30 Folgen mal von der anderen Seite gesehen haben. Da wollen wir einfach mal draufhauen. In der Hoffnung, die tötet mich nicht gleich instant. Ich kann nichts sehen. Nichts sehen zu können ist immer ätzend. Endet meistens mit Tod und Verderben. Okay, jetzt könnte ich ihr sogar einen kritischen Schlag zufügen. Aber bis ich da vorne bin, ja, nö. Eine Titanitschuppe. Hervorragend. So, das ist die Tür, die hier zum Schwarzen Ritter führt, der da irgendwo da hinten steht. Will ich den nochmal töten? Ich hab ja so ein großes Schwert, ne? Warte mal. Nee, ich hab nicht sein Schwert. Aber ich hätte es gern. Dann gehen wir da nochmal hin. Ich wusste es, ich hab dich gepult. Gefällt mir nicht. So. Jetzt aber. Jetzt ist der Schwarze Ritter nochmal dran. Hallo, bin wieder da. Theoretisch hätte ich wirklich sehr, sehr gern sein Schwert. Für später. Ich meine, man kann ihn regelrecht abfarmen. Die Frage ist nur, ob man das möchte. Ich töte ihn wirklich nur in der Hoffnung, sein Schwert droppt, aber er droppt gar nichts. Oh. Oh. Und schon habe ich wieder 13.000 Seelen, die könnte ich wieder vergeben. Da liegt noch ein Item, große Zauberwache. Wache. Waffe. Da könnte ich jetzt nochmal ein Level vergeben. Aber ich tue es jetzt nicht. Mach's erst nach dem Boss. So. Dann wollen wir mal so langsam. Hier auf der Seite sind nicht so viele Gegner. Schon gar nicht so viele, die mich wirklich nerven. Oh, hat er was gedroppt? Vollnis Grudolch. Ah ja. So, da liegen ein paar Items von den Rittern, die da getötet haben. Will ich die haben? Eigentlich ja. Ich will nicht gegen die ganzen Ritter da kämpfen. Hier hat einer was fallen lassen. Rote Borstner Augapfel.
kleine Titanitscherbe nehme ich sehr gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Leben hat denn der. Ich könnte es wagen, aber ich tue es nicht. Einfach mal nicht tun. Der hat schon den Krach, ne? Hallo. Das war der. Hier nochmal schwarzes Käferkügelchen. Brauche ich nicht den Scheiß, aber ich sammle es ein. So. Ja, ist ja gut. Okay. Da haben wir auch noch ein paar Hippos, die hier eigentlich den Eingang bewachen. Ah, okay, die kämpfen jetzt gegen den einen skelettierten Ritter da. Einmal eine Glut verwenden. Und dann geht es ab in die Bursch. Hallo. Ich bin da, wenn auch. Weiß Bescheid. So, die erste Phase ist noch relativ simpel. Lustig wird es erst ab der zweiten. Na, warte. Ich finde gut, dass ich ihn so gut staggern kann. Oh Gott. Ja, und da kommt nämlich schon. Es kommen immer mehr von den Beppos. Und das gefällt mir gar nicht. Und ich darf mich eigentlich nur auf einen konzentrieren. Damit auch wirklich mal ein Ende von den ganzen hier ankommt. Shit. Oh, Alter. Seid ihr heute heftig drauf? Ah, fragt ihn nach Sonnenschein. Immer fester drauf. Das war's. Hatte ich gedacht. Und jetzt geht es Spaß erst richtig los. So cool. So cool. So ein schönes flammendes Schwert. So, und jetzt wird's ätzend. Da ist er. Einmal blitzen. So, weil er ist nämlich spätestens ab jetzt total blitzempfindlich. Ja, was heißt total? Auf jeden Fall einiges. Er darf halt nichts überstürzen. Oh, heftig. Du Lackmeier-Penner, ey, es ist doch nicht wahr. Oh.
Zerschnetzelt! Zerschnetzelt! Egal, dann gehe ich jetzt nochmal ran und dann mache ich den fertig. Dann mache ich fertig, mache ich ihn. Behaupte ich. Und dann mal gucken. Und sowieso meine Segel einsammeln und so. Ja, ja. Die Seelen. Ein ewiges Leid mit den Seelen. So. So, da komm mal ran, genau. Einfach mal erledigen, bevor sie nerven. Okay, ich glaube, den links hier oben brauche ich gar nicht, ne? Nee. Aber den hier erledige ich. Weil der sonst ankommt und sich einen Keks freut. So. Dann schnappe ich mir eine Glut. Und dann geht's wieder ab in den Bosskampf. Und natürlich müssen wir die erste Phase wieder nochmal machen. Yay! Party! Und in erster Linie gehe ich immer noch Richtung Seelen. Weil es sind 15.000 oder sowas, die hier rumliegen. Genau. So viel Zeit muss sein für die Seelen. Ah ja, von allen Seiten. Darauf stehe ich nicht. Hallo? Hallo? Geht's noch? Geht's noch? Ich glaube, hier sitzen wir jetzt noch ein bisschen länger. Wenn ich hier wieder so hart verkacke wie sonst, dann möglich. Aber soll's, das wird schon, irgendwie. Zur Not nehme ich mein Schwert in beide Hände. Aber auch erst ab der zweiten Phase. Vorher würde ich mich das nicht trauen, weil da viel zu viel ankommt. Da sind leider viel zu viele Schwerthiebe, die auf mich eindrücken. Das muss da nicht sein. Nervig hier wieder meine Glut, die mangelt. Beziehungsweise vielleicht mache ich. Nein, mache ich nicht. Ich habe überlegt, mache ich die erst zu Beginn der zweiten Phase halt aktiv. Aber nein. Wenn wir natürlich keine Glut mehr haben, dann setzen wir auch keine Glut mehr ein. Ganz einfach. Aber ich hoffe, dazu kommt es nicht. So. Auf ein neues. Muss ich mal sehen, da sind wir das hier. Übertreibt's. Ja, kommt der nächste an mit seinem Schwertstecher hier. Es ist doch nicht der Facility. Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig bekämpfen? Wäre voll nett und so. Problem ist, wenn ich den töte, das bringt überhaupt und gar nichts. Bringt wirklich nichts. Das ist wieder der Große. Oder halt der Anführer von denen. Ja, ist hier denn the possibility? Jetzt komm mal runter. Von einem hohen Ross hier. Alter! Alter! Kam da einer von hinten an, hat mich zuerst geschnetzelt. Oh! Da, ich liebe es.
Der Bosskampf hat das in sich. Ah, aber nun gut. Wie es dann von hier aus weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Dark Souls 3. In Hoffnung, da erledigen wir dann endlich den Typi. Und dann schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.